Also, die nächste Publikumsfrage war ja, wodurch kann ich erkennen, ob es sich um Anlagevermögen oder um Umlaufsvermögen handelt? Ja, Philipp, du bist ja auch mal Handelsakademie gegangen, beziehungsweise eingeschriebener BWL-Student. Könntest du sie noch befragen? Also du musst sie jetzt nicht beantworten. Könntest du sie noch befragen aus deiner Hack-Karriere? Also ich glaube, das würde schon funktionieren. Ja. Würde noch funktionieren. Ja. Okay. Ja, es ist eigentlich relativ einfach, diese Frage zu beantworten. Philipp, vielleicht kannst du einfach die Frage ausblenden wieder. Danke. Worin liegt der Unterschied zwischen dem Anlagevermögen und dem Umlaufvermögen? Grundsätzlich müssen Sie sich im Zusammenhang mit dem Vermögen immer eine Frage stellen, also bezogen auf die Frischigkeit auf die Frischigkeit des Vermögens die Frage stellen. Und zwar, dient das jeweilige Vermögen länger einem Unternehmen oder dient das Vermögen lediglich kurzfristig einem Unternehmen? Wenn das Vermögen längerfristig einem Unternehmen dient, dann sprechen wir vom sogenannten Anlagevermögen. Und ist das Vermögen nur kurzfristig in einem Unternehmen, dann sprechen wir vom sogenannten Umlaufvermögen. Also Umlauf im Sinne von, es ist laufend im Umlauf und es wird laufend wieder ausgetauscht und so weiter. Vielleicht schauen wir uns aber hierzu zum besseren Verständnis und zum vertiefenden Verständnis noch einmal so einen typischen Aufbau einer Bilanz an. Philipp, wenn du da bitte gerade kurz einen Blogbeitrag von unserer Webseite einblenden könntest. Dort haben wir, glaube ich, eine Bilanz etwas genauer dargestellt. Und gerade vielleicht ein bisschen runterscrollen. Genau, stopp. Und hier sehen wir eben so den typischen Aufbau einer Bilanz dargestellt. So sehen wir links hier in dieser Abbildung die Aktiva und rechts auf der Abbildung sehen wir die Passiva. Und das Anlagevermögen, also bezogen jetzt auf diese Fragestellung, Anlagevermögen und Umlaufvermögen, so finden Sie sowohl das Anlagevermögen als auch das Umlaufvermögen in der Aktiva. Also die Passiva klammern wir jetzt für die Beantwortung dieser Frage einfach mal bitte gedanklich aus, sondern wir bleiben nur auf der linken Seite dieser Bilanz stehen. Vielleicht an dieser Stelle auch noch kurz erwähnt, auch wenn ich es jetzt gerade gemacht habe, bitte sprechen Sie nie gegenüber von Lehrern oder Dozenten oder Professoren von der linken und der rechten Seite einer Bilanz, sondern verwenden Sie immer die Begrifflichkeiten Aktiva und Passiva. Und wenn wir uns hier das Anlagevermögen anschauen, so gehören grundsätzlich zum Anlagevermögen immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen. Immaterielle Vermögensgegenstände wären beispielsweise Patente oder aber auch Lizenzen. Und diese Patente oder Lizenzen dienen logischerweise für einen längeren Zeitraum einem Unternehmen beziehungsweise sind auch für einen längeren Zeitraum gültig. Und aus diesem Grund sind diese eben dem Anlagevermögen zuzuordnen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Sachanlagen. Also zu den Sachanlagen gehören zum Beispiel Maschinen. Und auch eine Maschine kaufen Sie als Unternehmen im Regelfall nicht nur für den Gebrauch von 2 Wochen oder 3 Monaten, sondern eine Maschine nutzen Sie über mehrere Jahre. Und dementsprechend kann man auch hier von einem langfristigen Vermögen sprechen und auch dementsprechend hier wiederum Anlagevermögen. Und beim Thema Finanzanlagen muss man hier jetzt etwas aufpassen. Und zwar sehen wir hier in der Aktiva 2 Arten von Finanzanlagen. Wir sehen hier einmal im Anlagevermögen die Finanzanlagen und auf der anderen Seite finden wir im Umlaufvermögen auch Wertpapiere. Das Finanzanlagen sind grundsätzlich einmal Beteiligungen an Unternehmen. Das heißt,
ich beteilige mich an einem anderen Unternehmen und eine Beteiligung ist auch hier im Regelfall nicht kurzfristig zu sehen, sondern auch für einen längeren Zeitraum und sogar über mehrere Jahre hinweg. Und aus diesem Grund sprechen wir hier von Finanzanlagen. Eine weitere Möglichkeit von Finanzanlagen wären Wertpapiere oder gewisse Arten von Wertpapieren. Und jetzt wird es etwas knifflig. Also hier haben wir Wertpapiere einerseits im Finanzanlagevermögen und andererseits aber auch beim Umlaufvermögen. Und aus diesem Grund müssen Sie hier immer darauf achten, um welche Art von Wertpapieren handelt es sich und welche Fristigkeit steht hinter diesen Wertpapieren. Haben wir eine längerfristige Fristigkeit, also über mehrere Jahre, dann müssen wir oder dann sind diese Wertpapiere dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen, also sprich dem Anlagevermögen. Und handelt es sich aber lediglich um kurzfristige Wertpapiere, also irgendwelche Cashfonds oder Geldmarktfonds, dann spricht man vom sogenannten Umlaufvermögen. Also hier müssen Sie bitte wirklich unterscheiden und auf die Fristigkeit achten. Ja, so viel einmal zum Thema Anlagevermögen. Und zum Umlaufvermögen gehören dann darüber hinaus natürlich auch noch Vorräte beispielsweise. Also wenn Sie Rohhilfs- und Betriebsstoffe einkaufen, die Sie benötigen, um dann Ihre Produkte zu produzieren, dann sind diese ja auch nur kurzfristig im Unternehmen, weil die werden irgendwann in naher Zeit verbraucht im Rahmen der Produktion und dementsprechend haben wir auch hier nur eine kurzfristige Verwendung oder Verwertung und dementsprechend Umlaufvermögen. Ebenso sind Forderungen beispielsweise ja kurzfristig, weil Sie haben ja im Regelfall die Forderungen nicht über mehrere Jahre hinweg, sondern Sie schreiben eine Rechnung und auf dieser Rechnung haben Sie ein Zahlungsziel von beispielsweise 14 Tagen. Das heißt, nach Bezahlung verschwindet diese Forderung ja wieder und auch dementsprechend kurzfristig und dementsprechend Umlaufvermögen. Und ebenfalls zum Umlaufvermögen würden hier dann auch noch Kassa- oder Bankbestände zählen, welche auch immer nur kurzfristig sind, weil Geld, was heute reinkommt, wird dann mit der nächsten Rechnung schon wieder rausgehen. Oder auch wenn Sie hier an Ihre Kasse im Shop oder im Geschäft zählen, so ist auch hier ein laufender Austausch dieses Geldes vorhanden und auch deswegen hier kurzfristig und dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Also wenn Sie diese Frage oder wenn Sie sich unsicher sind, weil Sie die Bilanz vielleicht noch nicht so intus im Kopf haben, dann einfach immer überlegen, kurzfristig im Unternehmen oder langfristig im Unternehmen. Langfristig im Unternehmen Anlagevermögen, kurzfristig Umlaufvermögen. Wobei ich an dieser Stelle vielleicht generell noch erwähnen möchte, wenn Sie gerade am Anfang Ihres Studiums sind, also eines BWL-Studiums sind, oder erst am Anfang Ihrer Berufsschule oder einer Handelsakademie oder Handelsschule, bitte lernen Sie von vornherein, wie eine Bilanz aufgebaut ist. Ebenso empfiehlt es sich auch wirklich von vornherein wirklich vernünftig zu lernen, wie ist eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut, wie ist ein Cashflow-Statement aufgebaut. Ich glaube, Philipp, du kannst das bestätigen. Rechnungswesen ist sehr viel einfacher zum Lernen, wenn man es verstanden hat und die Grundprinzipien verstanden hat, wie Bilanz, Cashflow-Statement und Gewinn- und Verlustrechnung zusammenhängen. Und diese eben miteinander verknüpft sein. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist die Buchführung bzw. Buchhaltung und die Bilanzierung, ja, ich möchte jetzt nicht sagen ein einfaches, aber deutlich einfacher, wie wenn man es nur auswendig gelernt hat. Kannst du bestätigen, glaube ich, Philipp, oder? Ja, das kann man bestätigen. Das merkt man dann auch, dass man, wenn man die G&V und eben die Bilanz gut auch intus hat, dass dann die Buchungssätze relativ schnell auch von Hand geht. Und im Zusammenhang auch dann die verschiedenen Kontoklassen mit die verschiedenen ja, Ja. aktiver Seite, passiver und so weiter. Genau, es soll und haben und so weiter. Genau. Super. Aber damit ist diese Frage, glaube ich, soweit beantwortet. Auch hier an dieser Stelle wieder
Der Aufruf an Sie, wenn Sie Fragen haben, welche wir im Rahmen unseres nächsten YouTubes Live beantworten sollen, dann lassen Sie uns diese bitte gerne an Office at Business Fragen zukommen. Dann werden wir diese gerne in unserem nächsten YouTube Live einbauen oder auf Wunsch Sie natürlich auch gerne direkt in unser Zoom-Meeting einladen, wo wir dann diese Übungsaufgaben oder Ihre Fragen direkt gemeinsam auch diskutieren und besprechen können. Und alternativ natürlich auch wieder der Hinweis und Werbung in eigener Sache auf unsere Webseite bzw. unser Angebot rund um das Thema Online-Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung.